starten wir direkt mal in die Story. Ja, da geht's schon los. Select Decken to continue or start a new game. Starten mit Tag 1. Ja. Ein Brief. Congratulations. October Label Lottery is complete. Your name was put. No. For immediate placement reports to the Minister of Administration at Christine Border Checkpoint. Ja, entschuldige, wenn mein Englisch nicht ganz so gut ist. Ich hoffe, es reicht aus. An apartment will be approved. Provide for you and your family in East Christine. Expert in Class 8 Devonik. Ach, Stotzka, die haben wir schon. Cool to us, Stotzka. Haben wir die deutsche Sprache nicht eingestellt? Christine Border Checkpoint opens at last. Wir haben die Zeitung des heutigen Tages. Mhm. Die Musik ist immer noch ein bisschen laut. November der 23. 1982. Arzdotska. Ministerium der Administration, was auch immer das heißt. Offiziell Bulletin. Inspektor. Okay, willkommen zu der neuen Position als Grenzkontrolle. Stempel, Passwörter. Ja, kontrolliere die Visas und bringe Dokumente zurück. Mhm. Entry is resistant to Arzdotska. Citizens only. Aha, nur Arzdotskaner Bewohner, die können hier rein. Denny Alfonas. Verstehe. Okay. Okay. Könnt von mir aus jetzt kommen. Ah, okay. Jetzt habe ich einen Stempel. The need approved. Muss jetzt abstempeln, ob in Ordnung ist oder ob nicht. Ah, next. Da kommt der erste rein. Muss hier stempeln. Finally, I can return home. Okay, gucken wir mal. So, jetzt müssen wir den Ausweis holen. Die Juri. Okay, die kommt aus Arzdotska. Hier kriegt sie einen Stempel hin. So. Approved. Enter. Guaranteed. Ja. Glaube ich, du Arzdotska. Thank you. So, der nächste bitte. So ruft man sie also rein. So, wen haben wir hier? Papers, please. Checkpoint. Smaller than. Okay, ja, es ist ein bisschen klein hier. Aber gut. Ich muss damit auch rauskommen. Junge Dame. Ja, junge Dame. Boah, ich schon. Das Kleine ist ein bisschen älter. So. Die kommt nicht aus Arzdotska. Sehe ich zumindest so. Scheint es so zu sein. Also. Ich sehe da keinen Arzdotska. Du kriegst hier leider einen roten Stempel. Muss ich dir leider die Einfahrt, die Einreise verweigern. Tut mir leid. Arzdotska's only. So sieht's aus. Ich habe strenge Regeln, ich muss mich anders halten, was man mir sagt. Ich muss meine Regeln einhalten. Ich kann hier nicht. Tja. Oh, 8 Stunden hat seine Linie gewartet. Okay, ja, dann wollen wir mal gucken. Tut mir leid, dass du 8 Stunden gewartet hast, aber ich sehe hier keinen Arzdotska. Ich muss dich wohl oder übel. Ich darf dich hier nicht reinlassen. Ich würde gerne, aber ich habe meine Bestimmungen nicht. Ich kann hier nicht tun, was ich will.
4. Tut mir leid. Unbelievable. Go to hell. Was soll denn also erlauben Sie mal? Das ist jetzt hier. Also mich vielleicht zur Hölle zu schicken zu wollen. Das ist jetzt hier wohl, das ist. Bitte, ein bisschen Höflichkeit. So, Papers, please. Boston. Die kommt aus Boston. Haben schon gehört von dieser Stadt, aber tut mir leid, Madame. Aber. Ja. Was dort kennt Oni. Sie hat es wenigstens kapiert. Sie flucht nicht gleich rum. Das ist doch. Ja, in Ordnung. So. It was a mistake to open this checkpoint. Was? Diane's manage your experiments. Okay. Savings 30. Salary. Okay, minus 20. Was? Ich hab Geld verloren oder was? Food eat. Oh Mann. Naja, dann wollen wir mal. Wollen wir mal sleepen. Die Tageszeitung. Christine Checkpoint is success. Okay, work to work. Da komme ich, das bin scheinbar ich. Ich laufe hier ins Kästchen rein, wo ich meinen Kontrollpunkt habe. Ach, jeden Tag dieselbe Arbeit. Jeden Tag. Also, rennt euch. Ich habe noch nichts Gegenteiliges gelesen oder gehört. Also, hallo. Oh. Fehler. Oh, da rennt jemand über die Schranken. Oha, nein. Oha, ein Anschlag. Hätte ich den irgendwie abwehren können? Oh nein. The day was cut short by a terrorist attack. Progress is saved at start of each day. Okay. Food haben wir jetzt minus 20. Okay, Rente minus Rente. Das ist jetzt nicht Rente, das ist die Bezahlung. Nicht so richtig hier. Ja. Wife, Son, Mother-in-Law. Danke. Okay. Was das heißt, Zero Tolerance for Delinquency. Aha. Der Terrorist wurde verhaftet. Your family will be sent back to their village. Was? Wurde ich jetzt verhaftet oder was? You are under arrest. Was? Was habe ich jetzt wen durchge... Ich habe wen durchgelassen, den Terrorist war oder was? Oh Mann. Jetzt bin ich im Knast. Kaito Astotzka. Oh Mann. Das habe ich ja großartig verkackt. Russisch. So muss es eigentlich richtig, aber Deutsch. Genau so wollen wir es. Verstehen wir vielleicht auch, was uns gesagt wird. Na dann, versuchen wir es nochmal. Tag 2. Ja. Fortsetzen. Zur Arbeit gehen. Ja, komm. 24.09.1982. Da werden wir. Das Ministerium für Grenzschutz, offiziell Depesche. Das verstehe ich schon besser. Der Inspektor. Mit dem heutigen Datum ist auch Ausländern mit gültigem Pass die Einreise gestattet. Ah, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, weil es auf Englisch war. Das heißt, ich hätte jetzt auch die Ausländer reinlassen können. Ihre Kabine ist jetzt mit Geräten zur Prüfung ausgestattet. Alle Passdaten sind sorgfältig auf diskrete Panzer zu prüfen. Einreisegelände mit inkonsistenten Daten sind abzuweisen. Aha, okay. Also nur wenn das Prüfsystem anschlägt, darf ich den nicht durchlassen. Alle anderen dürfen jetzt rein. Den Prüfmodus können Sie mit Hilfe des roten Knopfes auf Ihrem Schreibtisch aktivieren. Markieren Sie bei der Prüfung zwei diskrete Angaben, um weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Vorschriften und Richtlinien, diese Posten unterliegen den Vorschriften und Richtlinien des Ministeriums für Grenzschutz, die Vorschriften eingehen zu studieren. Markieren Sie zwei Diskrepanzen am Prüfmodus, um ein Verhör durchzuführen.
Aha. Ja, dann verstehen wir es vielleicht jetzt mal. Der nächste, bitte. Geister. So, Klappe auf. Papiere, bitte. So, ein Reisevisum. Jakob. Der ist aus Republien, was aber kein Problem ist, weil Ausländer werden jetzt zugelassen. Das ist jetzt am ersten Tag. Keine Diskrepanzen, deshalb. Gut, kriegst ein kleines Stempelchen, darfst einreisen. Siehst auch nicht gerade wie ein Terrorist aus. Also, ja. Durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Genau. So ist richtig. Wir brauchen mehr Grenzposten hier. Der eine wurde schon überfallen. Der nächste bitte. Muss jetzt hier alle mal durchwinken hier. Jens. Nicht zu lange zögern. So, Einreisevisum. Antikrieren. Okay, ja, das sieht doch alles. Das sieht doch in Ordnung aus. Bis 28. will sie bleiben. Naja, aus Dorin April. Achso, da ist das ausgefüllt worden. Naja, mal schauen. Ja, scheint richtig zu sein. Können wir durchlassen. Ja, spricht nichts dagegen. Na hier. Machen Sie mir keinen Ärger. Ich hoffe doch. Was? MFG-Bericht. Fortschrift mit Fortschriften missachtet. Ein gültiges Ablaufdatum. Oh, okay, ja. Verwarnung, kein Bußgeld. Okay, das war das. Hier war nur bestraft. Import. Tja, okay, geboren. Ablaufen. Ah, das war schon abgelaufen. Der Pass läuft. 1984 ist es 1982, also sehr gut. Der andere war schon abgelaufen, der Pass. Deshalb hätten wir sie nicht durchlassen können. Ah, verstehe. Gut, das nächstes Mal besser. Macht sie mir ja keinen Ärger. Der nächste. Können wir jetzt vielleicht sogar hin, ohne dass wir am meisten oder ohne dass wir die nächste Verwarnung bekommen. Ausweis bitte. Beeilung. Ja, jetzt mein Bus fährt dich. Ja, stressen Sie mal nicht. Ich gebe mir schon Mühe. Ich beeile mich. Beeile mich. Ich muss Sie kurz mal kontrollieren. Ja, das Gesicht stimmt. Das Geburtsdatum kann ich jetzt nicht überprüfen. Das scheint auch irgendwie zu stimmen. 83, der Pass ist noch günstig. Sie kommen sogar aus Alstotzka, also kann ich sie. Was macht der Mauszeiger da oben? Kann ich sie hier durchlassen? Hier mit dem Stempel drauf und so. Endlich. Oh, der ist ungeduldig jetzt hier. Der nächste bitte. Den zweiten Tag schaffen wir jetzt hier noch. Papier bitte. Überstehen wir vielleicht ohne hier eingebunkert zu werden, verhaftet zu werden, ohne große Fehler zu machen. Okay, der ist noch 2 Jahre haltbar. Ja, scheint nichts gegen zu sprechen, gegen eine Erlaubnis. Das scheint auch zu sein. Ja, das sieht der Passfoto passt. Ja, 5 Jahre können sie rein. Mach keinen Ärger. Der nächste bitte. Oh, Vorschrift mit erachtet. Ungültig ausstellende Stadt. Letzte Verwarnung. Ja. Nee, komm, können Sie behalten. Langeweile. Okay, Bild passt. Arstotzka. 25.05. Ostkristin. 83, der ist noch ein Jahr haltbar. Boah. Ich würde sagen, passt. Kontrollieren. Passt. Und vorher müssen wir noch nicht durchführen. Das kommt dann später noch. Joa, hier, nimm sie. Ich werde ein paar Monate lang da sein. Okay. Jetzt bin ich doch gespannt. Die rosa Sünde. An ihre Fantasien. Ja. Legen wir mal zurück. Der nächste.
So langsam langweilig ist mir dann doch nicht. So, Ausweis bitte. Vijaya Stanley. Weiblich. Oh. Oh, da schreit. Ah! Schlägt jemand über den Zaun. Hilfe. Was soll ich tun? Ich kann nichts tun. Au, Scheiße. Ein Terrorist. Man. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag vorzeitiges Ende. Dieser Spielstand wird zu Beginn jedes Tages gespeichert. Schlafen. Ja. Dritter Tag. 25. November 1982. Oh, ja, neue Wachen. Jetzt werden hier welche aufgestellt. Nach dem Anschlag. Ja. Gut, hier haben wir einen neuen Tag, neue Sachen zu tun. Na denn, ich würde sagen, in der nächsten Aufnahme machen wir hier weiter. Bis dahin. War doch ein guter Anfang. Gefällt mir das Spiel. Kann man spielen, kann ich gerne weiterspielen. Das wird vielleicht ein Let's Play auf meinem Kanal. Jetzt hier ein, zwei Parts, die ich schon vorproduziert habe, die ich jetzt hier schon gemacht habe. Schauen wir mal, was draus wird. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon, ja, beim dritten Tag bin ich schon, können wir das nächste Mal beim dritten Tag anfangen. Großartig. Jetzt auch auf Deutsch. Haut rein, habt einen angenehmen fürstlichen Tag und man sieht sich.